Let the music play. Here comes 10 Tracks. Mit Michi Beck und Smudo. Das ist der Soundtrack ihres Lebens. Run exakt wir. Ja, bei uns ging es auch mehr ums Bierspritzen. Eine Playlist, 10 Songs und 10 Geschichten über Musikmomente, die das Leben der Fantastischen Zwei verändert haben. Hast du so fake English gerappt? Got a car with you, Tom and Emma White and me on top of her head. Ein fantastischer Trip von den 80ern bis heute. Denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Das ist wirklich so die sexyste Stimme des deutschen Hip-Hop. Anekdoten, Popkultur, Zeitgeist. Und jeder Song hat seine eigene Geschichte. Das ist aber süß. Da hat mich jetzt zum ersten Mal zugeknutscht. 10 Tracks. Das musikalische Tagebuch mit Songgeschichten, die sich in das Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt haben. Grandmaster Flash und Furious 5, Gründerväter des Rap. Ohne die wäre das alles nix. Das ist eigentlich die Musik, mit der ich aufgewachsen bin und meine ganze Generation. Michi Beck und Smudo. Die fabelhaften zwei von den Fantastischen Vier. Gemeinsam haben sie eine Erfolgsstory geschrieben, die so schon einzigartig ist. Seit 25 Jahren, Vierteljahrhundert deutscher Rap. Tatsächlich schaffen die das immer noch, irgendwie was zu bringen, wo du denkst, oh, okay, das ist geil. Das wird ihnen keiner nehmen können. Ab geht's auf Chart-Zeitreise in zwei Hip-Hop-Leben. Und der Trip auf der musikalischen Memory Lane von Smudo und Michi Beck beginnt tief in den 80ern. Am 1. August 81 geht mit Video Killed the Radio Star das allererste MTV-Video über den Sender. Und die Ära des Musikfernsehens ist geboren. Turn it on, leave it on, America, see the music you wanna see. I want my MTV. Und damit ist dann halt irgendwie das Showbiz oder das Musikbusiness komplett revolutioniert worden halt, ne? Michi Beck ist damals 13 Jahre alt, als der erste Videoclip der britischen Synthie-Pop-Band Human League den Einzug in die Charts hält. Ja, jetzt Human League, Don't You Want Me, Baby. Da fragt man sich, was will denn der Michi Beck mit don't, Human League? Don't You Want Me. Don't You Want Me, Human League, auch voll 80er. Ja, dazu habe ich das erste Mal geknutscht. Das ist mir im Kopf geblieben. Das erste Mal knutschen, das ist mir das erste Mal Knutscher im Kopf geblieben. Das ist auf einmal mit dieser Zunge und so, was passiert denn da? Und da lief eben Don't You Want Me. Und da, sowas bleibt hängen. You were working as a waitress in a cocktail bar when I met you. Wir saßen halt da auf dem Bett rum und dann irgendwie die Mutter mal gerade einkaufen oder so. Dann guckt man da weiter, sagt man nichts und dann. Ja, genau. Don't You Want Me wird der größte Hit von Human League und macht sie zu Superstars des Synthie-Pop. Aber fast wäre es zu diesem Mega-Hit gar nicht gekommen. Die wollten gar nicht, dass der Song rauskommt. Die haben gesagt, der ist scheiße oder der ist eher so B-Seite. Den möchten wir nicht wirklich draußen haben. Die Plattenfirma hat die dann überstimmt, hat dann einfach genommen und hat den rausgebracht. Das ist ein riesen Mega-Hit geworden. The Human League werden zu Wegbereitern des New Wave. Und Michi Beck taucht wegen des ersten Knutsch-Abenteuers mit seiner 80er-Jahre-Flamme tief in die Wafer-Szene ein. Oder sagen wir mal, er versucht es. Also ich war eben New Waferin. Dann sind wir auf dem Flohmarkt, da habe ich mir so einen langen schwarzen Mantel gekauft. Auch da ist was hängen geblieben. Und Haare abrasiert, hier hochgestellt. Und dann sind wir ins Odeon und wie die Läden hießen. Und da lief die ganze Zeit Musik, die ich eigentlich in Wirklichkeit total kacke fand. Aber ich habe halt so getan, als ob ich The Cure und Depeche Mode so gut fand. Aber ich fand es irgendwie nicht gut. Aber das war halt so die Clique, die cool war, irgendwie Mädel und so. Und ich habe das aber nicht lange ausgehalten. Und Michi Beck entscheidet sich im Popper, Punker, Wafer, Roulette der 80er knallhart für ein anderes Lager. Ich glaube, es war Schluss, genau das war's. Es war Schluss mit dem Mädel und am nächsten Tag leck mir am Arsch, ihr Kack New Waver. Ich werde jetzt endlich Popper.
Ich habe meinen Ausstieg vorbereitet aus der New Wave-Szene, indem ich mir von meiner Mutter einen Streifenhemd kaufen lasse. Das war im Schrank. Und ich dann von einem Tag auf den anderen, so jetzt mache ich's. Aufgehört, zack, die hochgestellten Haare runter, so halb nach hinten. Flohmarktmantel, zack, weg, Streifen an und dann in die Boa. Nix mehr Odeon, sondern in die Hammer-Schnösel-Disco und da 6 Stunden lang neben DJ gestanden. Das schöne Michi. Und weiter geht's mit einem Kind der 80er, das es auch auf die Playlist geschafft hat. Am 30. November 1980 wird der kleine Paul Hartmut Würdig in Berlin geboren und schmeißt genau 33 Jahre später einen Song in die Umlaufbahn, der für Smudo aber ganz konkret mit auf die Tracklist gehört. Damals, als ich jung war, bin ich geflogen. Der Kollege Sido, der hat einen Titel gemacht, wo er alle seine Lieblingsrapper eingeladen hat. Und auch während es früher wohl noch mehr Grabenkämpfe war, ist das heute alles auch vielleicht ein bisschen anders. Sido, der halb im Spaß einmal meinte, sein Name sei die Abkürzung für super intelligentes Drogenopfer, wollte sich mit der Single 301180 aus seinem 5. Album ein Denkmal setzen. Der Track ist insofern ungewöhnlich, auch für Sigi ungewöhnlich, als dass er so eine Umarmung ist, eine Umarmung der deutschsprachigen Rapmusik. Entsprechend hat er da quasi alles versammelt, was irgendwie Rang und Namen hat. Ich mach das alles nur, weil ich in den Himmel will. Darum gebe ich dem Pferd die Sporen wie ein Schimmelpilz. Sido schafft es, fast alle seine Lieblingsrapper auf einem Track zu vereinen und dabei so gegensätzliche Künstler wie zum Beispiel Echo Fresh, Bushido oder Dr. Renz von Fettes Brot zusammenzubringen. Auch wenn jeder für sich rappt und aufgenommen hat. Mir wurde berichtet, Rappers tun verrückte Sachen. Aber wie viele Rappers kennst du, die aus dem Elefanten eine Mücke machen? Man muss festhalten, dass das so ein Line-Up ist, das nicht viele in Deutschland versammeln können. Naja, Sido ist ja nun mal jemand, der irgendwie auch schon ein bisschen länger im Business ist und den noch jeder kennt und der auch relativ wenig Beef hat. Normalerweise ist das ja unter den deutschen Rappern, die sind sich alle nicht grün. Und das ist so das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass irgendwie 18 Rapper zusammenkommen und einfach so ihr Ding machen. Und mit dabei, Hip-Hop Hooray, eben auch Oldschool-Rapper Smudo, der ganz genau überlegen musste, wo und wie er seinen Part abrappt. Und dann denke ich mir, okay, als Oldschool-Rapper, was machst du denn da? Und dann dachte ich, hey, du kannst natürlich wie ein Gangster auf dein tolles Auto setzen, so ein tolles Auto habe ich gar nicht. Und dachte, ich filme mich in meinem eigenen Flugzeug. Ich fliege in meinem Flugzeug und mache drin meinen Rap. Selfie-Rap. Mein Selfie-Rap. Smudio war nie ganz bei dem Ding. Trotzdem blieb die Hoffnung, er würde es weit bringen. Und er brachte es weit mit den Vieren und so. Auf ein Riesenniveau, ein Pionier irgendwo. Ich bin ja auch schon mal in diesem Flugzeug mit Smudo geflogen, bei The Voice. Ich hatte damals ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich gar nicht wusste, dass der Smudo auch fliegen kann. Aber kann er und er ist ein guter Papa hinterm Lenkrad. Muss man ja auch sagen, dieses Väterliche, das Smudo ja innerhalb der Leute, die da bei dem Video teilnehmen, auch automatisch einnimmt, als einer der Rapper, die am längsten irgendwie dabei sind. Und deswegen hat das so sehr schön gepasst, dass er so im Flugzeug über allen Dingen schwebt und auch über allen Rappern so ein bisschen schwebt und so. Ich mochte das ganz gerne, ich fand das irgendwie ganz cool. Sidos Neugier an ungewöhnlichen Zusammenarbeiten ist mittlerweile fast schon sein Markenzeichen. Heraus kommen zum Beispiel Kollabos mit Mark Forster, Marius Müller-Westernhagen und Andreas Burani. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Der Schnauze voll, die Köpfe sind leer. The Beat Goes On auf der Smudo Michi Playlist. Also auf zu einem Moment, der bis heute als Meilenstein der Musikgeschichte gilt. Wow! Kid! Mitten in Michi Becks Teenie-Phase finden am 14. September 1984 die allerersten MTV Video Music Awards statt. Die Queen of Pop ist mit Like a Virgin live on stage. Und der Award für das Best Female Video geht an Cyndi Lauper. Aber ein Videoclip wird mit gleich 5 Auszeichnungen für immer in die Geschichte der Musikvideos eingehen. Bei Rocket denke ich sofort an gruseliges Video, unglaubliche Beats und eine neue Welt der elektronischen Tanzmusik, die sich für mich geöffnet hat.
Rocket von Herbie Hancock, das war, glaube ich, das erste Video oder zumindest eines der ersten, was mich total verschickt hat. Weil es so eine Mischung aus unglaublicher Technik damals war und auch gleichzeitig so ein bisschen gruselig. Es hatte so eine Mad Max-artige Robot-Maschinen-Ästhetik. Ich weiß auch noch, wie ich das Rocket-Video damals bei Formel 1 gesehen habe, mit meinen großen Geschwistern zusammen. Da war ich ja noch relativ jung und dann kam das und das war super gruselig. Als Mädchen hatte ich von dem Video Albträume. Ihr seht riesen Schiss vor ihm. Am besten finde ich ja diese Puppe, die ganze Zeit unter der Bettdecke sich einen runterholt. Aber wer denkt sich sowas aus? Herbie Hancock, der ja eigentlich Jazzmusiker ist, beschäftigt sich in den 80ern auch mit Rap und Hip-Hop. Besonders das Scratchen fasziniert ihn als neuer Sound. Mit dem Plattenspieler als neuem Instrument. Auf einmal kamen da diese Drum Machines dazu und diese Scratches. Ich meine, das ist das mit so das erste Mal, dass irgendwo gescratcht wurde, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Herbie Hancock hat das als Instrument angesehen und der hat dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt mal ein ganz anderer Sound. Ich nehme das, ich finde das ganz cool. Es ist einfach ein Song, der, finde ich, zu Recht zu den absoluten wichtigsten Songs der Welt gehört. Da merkt man ganz eindeutig, dass da die Breaker-Vergangenheit von Michi Beck durchkommt. Exakt 1984 erwischt auch Michi Beck die Breakdance-Welle. Voll ins Teenie-Alter reingezimmert. 15 oder 16 war ich da, glaube ich. Und ich glaube, damit kam auch so eine erste Breakdance-Welle mit Icy Gulp und so im deutschen Fernsehen. Für alle, die sich nicht mehr erinnern, Icy Gulp war der Breakdance-Lehrer im, Achtung, ZDF. Und das sah dann so aus. Grüß Gott, liebe Zuschauer, wir sind wieder einmal bereit. Icy, was machst du heute? Ja, wenn wir jetzt in Was bin ich wären, dann müsste sie eigentlich sagen, typische Handbewegung. Ne? Supergeil. Ich erinnere mich auch tatsächlich daran. Das habe ich früher geguckt. Aber genaueres dann später, jetzt erst zu unserem Herrn Professor. Jede vernünftig aufgebaute und sportlich dosierte Aktivität ist gesund. Es ist eine geile Zeit gewesen, wo Breakdance so large war, dass irgendwie so ein Nachrichtensprecher irgendwie dir eine Gebrauchsanweisung vorliest. Übungen werden Ihnen auf Anhieb nicht gelingen. Auch wenn sie noch so sportlich sind. Ich wollte auch unbedingt einen Breakdance-Kurs machen. Meine Eltern haben mir das irgendwie nicht erlaubt. Breakdance-Kurs bei der Stuttgarter New York City Dance School. Bei Ray Lynch in der New York City Dance School. Das mit dem Helikopter, das ist der Kopfkreise oder auch auf dem Rücken oder dann so. Ich konnte 2 bis 3 Boden-Moves, so, die wir heute noch so ein bisschen einbauen. Er hat Smudo fast besser drauf. Macht sie jetzt aber bitte nicht vor. Nein. Wir bleiben in den 80ern und landen mit dem nächsten Track in Smudos Plattenschrank. Die neue deutsche Welle ist voll im Gange und Bands wie Nena werden über Nacht zu Superstars. 99 Kriegsminister streichelt und Benzinkanister. Aber die Produzenten des legendären ersten Nena-Albums gehören damals zu einer anderen NDW-Formation. Spliff. Eine Band, die sich mit einem ganz bestimmten Song auch auf Smudos Playlist verewigt hat. Spliff. Stimmt. Wir haben es total. Ich sag, so eine geile flashige Sache ist das. Bring mir doch das Fleisch weg. Spliff ist eine Band, die mich begleitet, seit ich ein kleines Kind bin. Anfang der 80er, so wahrscheinlich zusammen mit Falco. Schau, schau, der Kommissar geht um. Im deutschsprachigen Raum die erste Begegnung mit Sprechgesang. Das muss wahrscheinlich den Teenager Smudo wirklich richtig tief bewegt haben. Die Gruppe Spliff entsteht damals aus der Nina Hagen Band. Nur eben ohne Nina Hagen. Nach den ersten Hits wie Carbonara erscheint 1983 Das Blech auf der Tanzfläche. Wir sind ja auch NDW-Kids. Ich habe Spliff Das Blech speziell ausgewählt, weil dort schon die ersten, weil man da schon sehen konnte, wie die ersten Rap-Versuche in die deutschsprachige Musik einzogen. Kartenleger fährt jetzt ein anderes Programm. Die Musik wird heavy und es macht Rambam. Ich will noch was sagen, doch er lässt mich stehen. Er hat schon wieder eine schöne junge Dame gesehen. Das ist Smudo. Dieser Song hat Smudo quasi komplett draufstehen. Der Humor, der Witz. Bei Das Blech
Da gibt's ja auch die schöne Stelle, die Büffel stehen immer noch an der Bar, an der Bar, an der Bar, warum stehen die da? Die Büffel stehen an der Bar, an der Bar, an der Bar, warum stehen die da? Da fliegt mir doch das Blech weg. Ich finde, das passt perfekt zu den Fantas. Arsch auf Eimer. Weil es genau das ist eigentlich, die Zutaten hat, die mit denen die Fantas die ganze Zeit kochen. Und damit machen sie auch sehr, sehr gute Gerichte, muss man ihnen echt lassen. Im nächsten Song dreht sich alles um die Initialzündung für die Leidenschaft zum Hip-Hop. Und die liegt für Michi Beck tief in den Ursprüngen des Rap. Genauer gesagt bei den Legenden von Grandmaster Flash and the Furious Five, die Michi als Teenager Mitte der 80er das erste Mal entdeckte. Ich kam über den Umweg Breakdance zu Rap, weil auf der Platte The Message, wo auch das berühmte The Message drauf ist, ist ein Track, der heißt Scorpio. Und das ist ein reiner Vocoder Elektro-Track, zu dem ich Breakdancen wollte und irgendwo gehört habe und eigentlich nur wegen dem das Album gekauft habe. Und da war dann The Message und noch andere Rap-Kracher drauf. Grandmaster Flash and the Furious Five, Gründerväter des Rap, ohne die wäre das alles nix. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to. The Message ist neben Sugar Hill Gang's Rapper's Delight der andere Proto-Rap-Song aller Zeiten. Das ist natürlich ein absoluter Klassiker. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Das Krasse ist ja, dass der so wie so ein harmloser Tanzsong klingt, aber man hört das ja so, it's like a jungle sometimes and I wonder how I keep from going under, heißt ja, dass der in diesem Großstadtleben in New York halt überhaupt nicht klarkommt. The Message gilt als erster sozialkritischer Hip-Hop-Song, der auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam macht. Das Lied, das Melly Mel und seine Kumpels erst gar nicht aufnehmen wollten, weil sie bis dahin nur Party-Rap gemacht haben, erzählt von der Härte der Straße und dem Leben im Ghetto. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers. Grandmaster Flash sagte selber, dass deren Manager gesagt hat, ihr müsst mal unbedingt einen Song machen über die Probleme in den Ghettos, in New Yorker Ghettos, da müssen die schreiben. Und wenn ich mal sagte, so Scheiß will kein Mensch hören, Hip-Hop-Musik ist Partymusik. Und was soll man sagen? Er hat sich ziemlich geirrt. Für Michi Beck sind Grandmaster Flash damals eine Offenbarung. Hip-Hop, das ist exakt seine Baustelle. Allerdings denkt er damals noch nicht mal nachts übers Rappen auf Deutsch nach, sondern wagt sich erst mal mit seinem Schulenglisch an fette Rhymes. Ich glaube, wegen The Message habe ich dann so die ersten Male auch so gerappt. Ich hatte einen Rap-Namen, jetzt packe ich es aus. Ich habe mich selbst zu der Zeit Hanson J.J. Barclay genannt und habe so getan, habe so Fake-Englisch gerappt. So come to but ready, babe, I saw and can parade. For the car is soon, come on my way, and me and Tom O'Reilly. So was habe ich gerappt. Das war zu kompliziert, Englisch. So gut konnte ich Englisch auch nicht, dass ich da jetzt richtige Rap schreiben konnte. Hanson J.J. Barclay. Und habe so ein Tape aufgenommen als Hanson J.J. Barclay Tape und so und habe dazu auch dann irgendwie gerappt. Welche absolute Hauptrolle Grandmaster Flash and the Furious Five für Michi Beck spielen, zeigt sich viele Jahre später. Die Fantastischen Vier sind längst die erfolgreichste Band im deutschen Hip-Hop, als sich ein absoluter Traum erfüllt. Ein Song zusammen mit ihren Rap-Idolen aus Teenie-Tagen. Irre ist, dass Michi mit Tom Miller den Turntable-Rocker haben, die später Melly Mel, den Hauptrapper von denen, und Scorpio selber eingeladen und haben die einen gemeinsamen Song gemacht. Ja, mit Smudo, Scorpio, Melly Mel und Michi Beck bei der Hausmarke weltweit 1998. Und dann haben wir Melly Mel kennengelernt. Unglaublich, die waren dann in Stuttgart bei uns, die Typen, die uns, die nicht überhaupt, die alles bedeutet haben, nicht nur für uns, sondern für die Welt. Und so entsteht in den beschaulichen Hügeln rund um Stuttgart der Song Weltweit. Gemeinsam mit den Rap-Legenden Melly Mel und Scorpio. Mein erstes Scratch war von Melly Mel und Scorpio. The Message war's, meine erste LP und mein Kick in den. Und dann standen wir da in den Hügeln Stuttgart und haben runtergeguckt bei Tom Miller im Studio und Scorpio und Melly Mel waren da. Und waren so coole, abgeschmackte Oldschool-Dudes. Und dann haben wir zusammen da den Rhymes geschrieben und diesen Track gemacht und dann sich angehört, als ich abends nach Hause. Alter, die haben Hip-Hop mit erfunden und jetzt haben wir da den Track zusammen gemacht. Das muss wirklich enorm viel für die Herren bedeutet haben. Bin mir ziemlich sicher, dass da auch einer sich dann nachts noch gedacht hat, so im Bett, oh Gott, das ist passiert, das war so schön, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, für Michi und Smudo wird das der Himmel gewesen sein, mit denen aufnehmen zu können. Was damals niemand ahnte,
Dem harten New Yorker Bronx-Boy Scorpio gefiel zum Ländle gleich so gut, dass er sich direkt dort niederließ und täglich im örtlichen Hallenbad gesichtet wurde. Aus dem Stadtbad Hesnach kommt Scorpio von dem Furious Five raus. Nimmt seine Hand und seine Badetasche und schnallt sein Bike, sein Mountainbike vom Stadtbad Hesnach vom Geländer ab und ist, hey Scorpio, hey Schwuder. Und dann fährt Scorpio von dem Furious Five. Dem crazy place to be. Und dann haben wir gedacht, ey, kann sich das wandeln? Früher sind wir die lustigen, bekifften Wave-C&A-Typen gewesen, die unsere selbstgebasten Punch mal rumgehabt haben. Und jetzt ist Scorpio im Stadtbad Hesnach gegenüber dem Haus, welches wir besitzen. Und der Label, was bleibt auf Lizzie. Oh, ich sag's euch eins, Marihuana hat uns weit gebracht. Bitte sendet das. Und so geht's gleich weiter. Ja, jetzt hat Michi auf jeden Fall nochmal einen rausgeholt. Jana. Außerdem, wie die Partyhymne der Beastie Boys Mudo und Michi in Ausnahmezustand versetzt. Saufen und rauchen bis zum Untergang, ins Auto brechen und dann nach Amsterdam fahren. Was Susan Sarandon und Orlando Bloom damit zu tun haben, das klärt sich gleich bei 10 Tracks. Welcome back zu 10 Tracks mit Michi Beck und Smudo. Im nächsten Song auf der Playlist geht's um den Musiker Martin Lassini, der mit 26 Jahren zur Talentschmiede der Fantas stößt und kurze Zeit später gemeinsam mit Yasha und Miss Platinum den Nummer 1-Hit des Sommers 2012 abliefert. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Als ich das erste Mal den Song Lila Wolken gehört habe, bin ich fast hinten umgekippt, muss ich sagen. Jung und ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme, wir nehmen, was wir wollen. Ich kenne kaum einen so sympathischen Rapper wie Martin, der auch noch mit so viel Talent beseelt ist, der Texte schreibt für die Toten Hosen und für seine diversen Projekte. Denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Ich finde, das ist wirklich so die sexyste Stimme des deutschen Hip-Hop. Der könnte mir in das Ohr, der kann mir eine Frikadelle ans Ohr rappen. Ist egal, wie super. Bei jedem Materia-Konzert, auf dem ich bis jetzt war, ist immer so, dass dann die Menge so flüstert, oh, kommt jetzt auch Masimoto, kommt jetzt auch Masimoto. Also er hat damit so eine totale Kultfigur irgendwie erschaffen. Denn neben seinem Künstlernamen Materia ist Martin Lassini auch unter dem Pseudonym Masimoto bekannt. Und das sieht dann so aus. Masimoto ist das kiffende alter Ego von Materia. Seltsamerweise scheint ihm sein Dealer auch immer Gras mit Helium zu verkaufen, denn sobald Materia kifft, wird er bekommt eine hochgepitchte Stimme und eine grüne Maske und ist Masimoto. Womit wir auf Track 6 der Playlist landen. Ja, jetzt hat Michi auf jeden Fall nochmal einen rausgeholt. Ein Song, den ich auch extrem geil finde, richtig abfeier, den aber kaum jemand kennt, würde ich mal sagen, jedenfalls so im Mainstream-Bereich. Ich finde das so geil, wie er am Anfang so in die Kamera reinschreit. Sie haben es sich verdient. Der ist halt auch einfach nur irre, ne? Gib den Indianern ihr Land zurück. Sie haben es sich verdient. Der hält genauso wie wir nicht damit hinter Berg, dass er ganz gern mal Marihuana konsumiert. Und das ist dafür hat er sein alter Ego Masimoto. Und ich habe mir den Track Indianer rausgesucht, weil der so geil Gaga ist, aber auf der anderen Seite auch so wahr. Es ist so eine Gratwanderung. Gratwanderung zwischen Ironie und Wahrheit mit so lustigen Zoten. Leute, sagt mir, wer sind die coolsten? Keine Ahnung, ich sag's euch, Indianer. Indianer? Das ist unglaublich lustig. Das ist in jeder zweite Satz ist einfach ein Witz. Oder auch bei Obama muss man jeden Tag auf Bruder machen. Bei Obama muss man jeden Tag auf Bruder machen. Yes, we clan, doch weiß nicht, wer RZA war. Sehr reserviert, ja, sehr reserviert. Ja, und wenn er das gehört hat und dachte, das ist so schön, wie kann man jemand so unfassbar witzig sein? Martin ist der beste Texter im Moment im deutschen Hip-Hop.
Wer hat dir damals das Gold einfach geschenkt? Warum fährst du jetzt dieses Mercedes-Benz? Jetzt gibt's ne Überdosis Schlangengift. Barack Obama gibt den Indianern ihr Land zurück. Das sind Rap-Songs, die leben einfach nur von Wortwitz und von kranken Ideen. Und Masimoto ist Wortwitz und kranke Idee in Person. Und finde ich besonders geil, dass Michi so drauf flasht. Auf den Marken flashen eben alle. Helene, Franz, Campino und auch Palina Roginski, die in der Remix-Version von Lila Wolken im Konfetti-Orkan versinkt. Ich hatte nach dem Dreh, glaube ich, noch ein dreiwöchiges Konfetti-Dilemma. Zurück zu den Fantastischen Zweien und ihrer Playlist. Der Trip auf der musikalischen Memory Lane geht weiter und steuert direkt in die 70er nach Detroit. Hier liegen die Roots der legendären Soulband The Temptations. Für mich steht das total für meine musikalische, schwarzmusikalische Prägung, wenn man so möchte. Das ist mein kultureller Zugang gewesen über Papas Plattenschrank. Ich würde mal sagen, ohne den Vater von Smudo gäbe es vielleicht die Fantastischen Vier in dieser Form nicht. Und ohne die Temptations erst recht nicht. Papa Was a Rolling Stone ist einer der besten Songs, die es gibt. Also so ein Motown-Klassiker. Etwas, was man, glaube ich, immer hören kann. Und Smudos feine Öhrchen kommen schon sehr früh mit diesem legendären Soul-Track in Kontakt. Papa Was a Rolling Stone ist meine erste Berührung mit schwarzamerikanischer Musik gewesen. Ich weiß auch noch, dass ich ein kleines eigenes Radio hatte bei mir im Zimmer und das meine ersten Musikerlebnisse waren. Ein Zimmer weiter, eine andere Welt, nämlich Papas Hi-Fi-Plattenschrank. Da wurden die Platten nass abgespielt. Früher hat man die Platten nass abgespielt. Das ist auch schon eine bescheuerte Idee. Also nass abgespielt lief da Papa Was a Rolling Stone in Papas Plattenschrank. Und das Lied ist 10 Minuten oder 11, 12 Minuten lang, richtig lang. Es wird ganz lange Bass gespielt. Let's welcome all-time greatness in person, the forever fabulous Tim Patient. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will. Und dann sehe ich da die Temptations mit die haben sich immer so funky immer angezogen gewesen und fand das irgendwie irre und es war auch fremd und exotisch und gleichzeitig hat mich das vom Groove gepackt. Die Temptations werden Ende der 60er bekannt als poppige Soulband mit so harmlosen Songs wie My Girl, zu denen man auf jeder Party tanzen kann. Die Temptations sind eine super legendäre R&B-Formation aus den, ich glaube, 60ern bis in die 70er rein. Ja, die Temptations waren immer wie aus dem Ei gepellt. Also das war eine Band, die hatten ja auch immer alle die gleichen Anzüge an und so. Das war sehr Boygroup-esque im Grunde genommen. Die haben dieses Boygroup-Feeling auch schon sehr vorweggenommen. Anfang der 70er beschließt die Plattenfirma Motown, dass die Temptations dem Trend zu wilder und psychedelischer Musik angepasst werden müssen und nimmt mit ihnen den Song Papa Was a Rolling Stone auf. Ein Lied über die Abrechnung mit einem herumstreuenden Vater, dem alles wichtiger ist als die eigene Familie. Dieser Song hat ja eigentlich eine relativ traurige Message eigentlich, ne? Der Papa war nie da und war eigentlich total der Schweinehund. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass der Vater irgendwie ein bon vivant ist, wie man so schön sagt, ein Lebemann, der irgendwie einfach so da, wo ich mich jetzt hinsetze oder eben wie es im Song heißt, da, wo er seinen Hut hingelegt hat, war sein Zuhause. Genau 21 Jahre später. Queen-Frontmann Freddie Mercury ist 2 Jahre zuvor gestorben, als der alte Motown-Klassiker dank George Michael und eines Tribute-Albums zu Ehren des verstorbenen Glamrockers noch einmal die Charts stürmt. / Papa Was a Rolling Stone von George Michael. Großartig. Gibt nicht viele Leute, die den Song covern oder samplen dürfen. Aber George Michael dachte es auf jeden Fall. Ist ja einfach ein unglaublich guter Sänger. In George Michaels Version von 1993 werden 2 Songs zu einem Mash-up-Medley. Der Originaltitel Papa Was a Rolling Stone im Mix mit Killer von Adamski und Seal.
ist ganz interessant, ne? Also, dass George Michael ausgerechnet Papa Was a Rolling Stone auch mit Killer als Medley zusammengepackt hat. Zwei Lieder, die man niemals in Verbindung miteinander bringen würde. Ich weiß nicht, wirklich, ob das nicht das erste Mashup gewesen ist. Du nimmst zwei riesengroße Hits, packst sie zusammen. Weil die so einen ähnlichen Beat haben und so eine ähnliche Basslinie. Dass das ein Mega-Hit geworden ist, war ja klar. Für mich ist das einfach ein perfekter Remix und eine perfekte Coverversion. Und das ist gar nicht mal so einfach gemacht, wie man denkt. Back on Track mit Michi Beck. Und weiter geht's auf der Playlist mit einer Band, die unter den Stars in Hollywood so viele Fans hat, dass sich zu einem Remake ihres 18 Jahre alten Musikvideos Fight for Your Right gleich eine ganze Armada von Stars wie zum Beispiel Susan Sarandon, Elijah Wood, Chloe Sevigny, Kirsten Dunst, Orlando Bloom und etliche mehr einfinden. Bei diesem Star-Aufgebot zu Ehren einer Band kann es sich nur um die einen handeln. Die unnachahmlichen Beastie Boys. Beastie Boys, also das sind einfach die Kings. Also ich glaube, es gibt keine andere Rap-Band außer die Beastie Boys, die damals so populär waren, die eine Inspiration hätten sein können für die Fantas. You gotta fight for your right. Als die Beastie Boys 1986 mit License to Ill die Rap-Arena betreten, steht die bis dato eingeschworene schwarze Hip-Hop-Community Kopf. Das ist auch lustig, wie so drei jüdische Jungs aus Upstate New York es da geschafft haben, quasi sich in der Rap-Welt zu etablieren. Die Beastie Boys waren eine Erlösung für Rap. Der Beastie Boys-Funke springt über den großen Teich bis nach Stuttgart. Und für den 17-jährigen Michi Beck eröffnet sich eine ganz neue Dimension. Auf einmal gab es weiße Mittelstand-Kids wie wir selber. Mit Punk-Background. Yeah. Die die Rap-Musik machen und scheinbar auch akzeptiert werden in der ganzen Rap-Community. Und das mit so einer eigenen Attitude, mit so einer Kraft und mit so einem eigenen Style gemacht haben, dass ich sofort von einem Tag auf den anderen losgezogen bin von irgendwelchen VW-Bussen, die das VW-Zeichen abgebrochen habe, mit dem Schraubenzieher mir eine Kette im Baumarkt gekauft habe für 2,50 Mark. Die Fantastischen Vier gründen sich fast im gleichen Zeitraum. Nur damals rappen die Stuttgarter noch auf Englisch. Dank der Beastie Boys findet bei den Fanta 4 damals eine Metamorphose statt, die sie auf die exakt richtige Spur bringt. Den Deutschrap. Die haben uns einfach für uns extrem weitergeholfen, die Beastie Boys. Für uns selbst so eine Selbstberechtigung zu finden und zu leben. Und auch den Mut gegeben. Guck mal, die als weiße jüdische Kids aus Brooklyn haben das Feld aufgeräumt mit ihrem eigenen Ding und werden dafür akzeptiert. Warum sollen wir nicht auf Deutsch rappen? Auch wenn alle sagen, Rap auf Deutsch, das geht nicht. Also Beastie Boys waren bestimmt mit noch so ein Impulsgeber, sich einfach was zu trauen. Die Beastie Boys sind Rocker im Herzen und Rapper in der Seele. Und mit genau diesem ganz persönlichen Style erfinden sie ein neues Genre, den Crossover. Beastie Boys und diese Art von Crossover, das ist eigentlich die Musik, mit der ich aufgewachsen bin und meine ganze Generation. Die Beastie Boys haben auch Rap immer neu definiert, mit jeder Platte. Die haben Rap jedes Mal neu erfunden, sind nie stehen geblieben, wollten immer irgendwie was anders machen. Kamen mit Band auf die Bühne, die hatten auf einmal da Gitarren, auf einmal war es Rock, dann war es doch wieder Punk, dann doch wieder Hip-Hop. Rock und Hip-Hop zusammenzubringen, da haben sich wahrscheinlich irgendwie einige Leute an den Kopf gefasst, aber die haben das ganz... Ja, ganz hervorragend gelöst. Und Fight for Your Right to Party. Ich meine, hey, welcher 16-Jährige dreht da nicht durch? Fight for Your Right ist der erste große Hit der weißen Rapper aus New York. Und das Video versetzt die Jungs aus Stuttgart in Ausnahmezustand. Das waren exakt wir. Ja, bei uns ging es auch mehr ums Bierspritzen als um die Limousine. Und auch diese Art Partykultur, diese raue Partykultur, war auch das, was wir als Teenies ja auch gelebt haben. Weißt du, mit Saufen und Rauchen bis zum Untergang ins Auto brechen und dann nach Amsterdam fahren. You gotta fight for your right to war. Man kriegt so krass Hummeln im Arsch, wenn man dieses Lied hört. Man ist so.
in so einer Stimmung. So, ich wäre voll gern dabei gewesen beim Videodreh und hätte ein paar Torten geschmissen. Oh ja. An die Zeiten der 80er-Jahre-Hauspartys erinnern sich einige noch sehr gut. Ich hatte auch mal so eine Party tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 15, 16 oder so. Meine Eltern waren das Wochenende nicht da. Ich habe ein paar Freunde eingeladen, vor allem ein paar Mädels. Wollte bei uns im Haus irgendwie, ich hatte sturmfrei, wollte mit denen irgendwie einen gemütlichen Abend machen, vielleicht ein bisschen flirten und so. Und das hat so schnell die Runde gemacht, die ist komplett aus dem Ruder gelaufen, die Party. Aber aufs Allerschlimmste. Na, zu diesen typischen Hauspartys in den 80ern gibt es natürlich heute so das Äquivalent, lad zu einer Party bei Facebook ein und vergesse es nicht auf privat zu stellen und plötzlich stehen irgendwie Abermillionen Teenies vor deiner Tür, die Bullen kommen dann noch gleich mit dazu. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Dinge da gleichzeitig geschehen sind. Das war absoluter Mayhem irgendwie. Also drei Jungs saßen im Weinkeller von meinem Vater und haben immer so Wein aufgemacht und probiert, und, schmeckt nicht, Korken drauf und wieder zurückgelegt und so gedacht, das merkt keiner. Und währenddessen war ein Junge im Vorgarten mit seinem Mofa und hat so Donuts in den Rasen gemacht und ein anderer hat aus dem ersten Stock Spaghetti gekotzt und wieder einer stand vor der Mikrowelle und hatte so eine Pita drin in Alufolie und ey, die Mikrowelle blitzt. Die Beastie Boys prägen eine ganze Generation und die Band geht als Legende in die Musikgeschichte ein. Unzählige Coverversionen kursieren in der ganzen Welt, aber die rührendste Interpretation ihres bekanntesten Tracks Fight for Your Right stammt wohl von Coldplay. You gotta fight for your right to part. Chris Martin und seine Band spielen diesen Song auf einem Konzert in Los Angeles. Genau an dem Tag, an dem Beastie Boys Gründungsmitglied MCA Adam York verstirbt. So we're sending all our love to the Beastie Boys. Und fresh geht's weiter. Diesmal in die 90s. Und zu einem Track, der für Smudo mit ziemlich farbexplosiven Erinnerungen an die ersten modischen Gehversuche der Fantastischen Vier verbunden ist. De La Soul ist 90er Jahre. So 90s. Super 90s. Immer wenn man sich den Video anguckt, und dann muss man nicht denken, die Fandas haben früher komisch ausgesehen, sondern alle haben komisch ausgesehen. Diese bunten Sachen, die Dreiviertel. Afrika-Kette. Ja, oh, die, genau, Afrika-Kette. Als De La Soul 1989 auf der Bildfläche des Rap erscheinen, werden sie halb verächtlich als Hippie-Rapper bezeichnet. Ihre Blumen- und Peace-Zeichen-Symbolik war vielen damals zu weich. Für andere tut sich mit De La Soul, From the Soul, eine ganz neue Tür auf. Hey, how you doing? Das war musikalisch einfach so noch nie gehört. And I'll get back to you. Hey, how are you doing? Plötzlich war Hip-Hop nicht mehr die schwarze Gitter-Musik, sondern plötzlich war Hip-Hop schlau. Plötzlich war Hip-Hop intelligent. Mit dem Debütalbum 3 Feet High and Rising bringt De La Soul das Hip-Hop-Schlachtschiff in ganz neue Fahrwasser. Sie kreieren einen komplett neuen Stil, dank ungewöhnlicher Samples aus Rock oder Jazz. Und im Fall von Say No Go findet sogar ein alter Pop-Klassiker seinen Einsatz. In dem Fall ist, ist auch ganz geil eigentlich, ein 80er-Jahres-Song von Hall & Oates verwendet worden. I can't go for that, no, no can do. Und das ist eben hier von De La Soul zu einer Sag-Nein-zu-Drogen-Hymne umgewandelt worden. Und klamottentechnisch legen De La Soul in den 90ern einen Stil vor, den Michi, Smudo, Thomas und Andy direkt in ihre Hip-Hop-Garderobe integrieren. Unser Manager Bear ist von unserem Geld die ganze Zeit nach Amerika geflogen und hat für Tausende von Dollar von Triple Five Soul und Cross Colors Klamotten uns mitgebracht. Die amtliche Hip-Hop-Wear, also das Flavor Flav von Public Enemy. Mit so einer großen Uhr. Zipfelmützen, Westen. Die Styling-Sünden der 90er sind eben auch an den Fantastischen Vier nicht vorübergegangen.
ich kann mich da noch super dran erinnern. Thomas hat ja zum Beispiel, also wir reden jetzt so ungefähr von der Vier-Gewinn-Zeit und so ein bisschen so zwischen Vier-Gewinn und vierte Dimension. Da hatte Thomas ja immer noch seine MCM-Brille. Der hatte ja eine weiße MCM-Brille. Michi hingegen hat ja immer diese sehr schönen gelockten, schulterlangen Haare, die er auch immer zu so einem schönen Zopf zusammengebunden hat. Das weiß ich auch noch gut. Wir machen die Musik, wie es sonst keiner tut. Wir waren echt aus heutiger Sicht gesehen, das möchte ich nochmal betonen, wirklich kacke angezogen. Aber nicht so kacke wie Raver. Und gleich, das sind die da! Irgendwoher müssen die 15 Millionen ja kommen, die Scheiße gucken. Welcher Song schafft als letzter den Sprung auf die Playlist? Das können auch nur Michi und Smudo mit auf die Liste nehmen. In wenigen Minuten bei 10 Tracks. Back again bei 10 Tracks mit Michi und Smudo. Für die Fantastischen Vier geht es in den 90ern steil bergauf. So steil, dass die plötzliche Nachricht über den ersten Charthit mit Die da für Momente der Hysterie sorgt. Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwie so eine Sensationsmeldung. Ja, und weiter? Sag, das liegt zwischen uns auf. Ey, die Single ist auf 25 jetzt. Was? Oh. Die LP ist auf 15. Oh. Und dann ging es völlig Bomben durch die Decke und dann ging es richtig vorwärts. Es war ein Sog, plötzlich mit Privatjets. Ihr müsst ZDF Musik begriffen. Wir kommen jetzt zu den Shootingstars des Jahres 1992. Dieter Thomas sagt, das war natürlich der Feind damals für uns. Und meine Damen und Herren, Sie sind sehr erfolgreich mit der Single, mit der Kleinen oder mit der Single-CD. Meine Damen und Herren, die Fantastischen Vier sind nicht die da und auch nicht die da und auch nicht die da. Nein, das sind die da. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da. Nein, das sind die da. Hey, das gucken 10,5 Millionen Menschen. Mehr waren es. Oder waren es 15? Ja. Jedenfalls dachten wir, unsere coolen Kumpels sehen es ja eh nicht. Alle mit dem Jet hingeflogen, zwischen den Terminen und da hingegangen und dann kommen sie zurück. Die ganzen Exil, Ali Schwarz, alle haben es. Ali Fati, super cool. Ey, ich habe euch bei Hitparade. Und zwar nicht im Internet danach, aber es gab es nicht, sondern die saßen dann und haben das gesehen. Irgendwoher müssen die 15 Millionen ja kommen, die Scheiße gucken. Aber die fanden es alright. Und die werden Dieter Thomas Heck als ganz, ganz Großen der Zampano ein Showbusiness. Und seitdem war unser Heck. Freund. Ja, das ist so, Dieter Thomas Heck is the man. Und zum Finale haut SMUDO mit dem letzten Track nochmal richtig einen raus. Und zwar den hier, Ulrich Roski. In der Dumme ist am Ende stets der kleine Mann. Ulrich Roski ist der erste deutsche Rapper. Das können auch nur Michi und Smudo mit auf die Liste nehmen. Das ist schon sehr klassisch für die beiden irgendwie. Das ist genau der Humor. Ulrich Roski ist nämlich ein Kabarettist aus den 70er Jahren, der auch wirklich sehr 70er Jahre mäßig aussieht, so mit so langen, glatten Haaren so runter und so solchen Koteletten. Und hat Chansons gemacht mit Klavier und hat dazu gesprochen. Ich suchte sonntags in der Stadt nach einem schönen Glas Wein, denn das Fernsehen lädt mich nie zum Frühshoppen ein. Ich habe den gehört auf dem Tonbandgerät meines Vaters. Ich bin, glaube ich, so 6 oder 7 und sitz im Zimmer und hab so rumgespielt mit den technischen Spielereien. Und da war eben Ulrich Roski drauf und der kleine Mann von der Straße. Und da geht's darum, dass er wirklich einen kleinen Mann trifft, den aufnimmt. Da stand ein winzig kleiner Mann am Straßenrand, nicht größer als sein Daumen, und winkte mit der Hand. Ich habe ihn sofort eingeschätzt und ihn behutsam in mein Licht gesetzt. Die nächste Ampel war rot, doch mein Passagier rief: Ich hab's eilig, du Spießer, lauf los, und ich lief. Smudo war mal bei Inas Nacht zusammen mit Thomas D. Und da haben die diesen Song performt. Und ich habe Smudo so bewundert, weil der diesen Text auswendig konnte. Es ist schwer zu verstehen, doch es trifft immer den, der am wenigsten Schuld hat am ganzen Geschehen. Jeder hält sich aus den Dingen raus, so gut wie er kann. Denn der Dumme ist am Ende stets der kleine Mann. Ich kenne das innen auswendig, weil ich das als Kind 1000 Mal gehört habe. Und das war tatsächlich eine Frühprägung für mich für deutschsprachige Musik. Meinen Kindern singe ich das immer vor zum Schlafengehen. Das beruhigt die. Wenn die Kleine nachts aufwacht und ich komme, ich suchte sonntags in der Stadt nach einem schönen Gang, dann legen sie wieder hin. Und meine Kinder lieben Ulrich Roski auch.
Mikrofonprofessor SM Udios Beruhigungsrap. Ja, ganz genau. Beruhigungsrap. Zeiten ändern dich, hat schon Bushido gesagt. Für alle, die jetzt auch heiß auf die Michi und Smudo Charts sind, online gibt's die 10 Tracks Oldschooler Playlist nochmal nachzuhören.